Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Ich habe tierisch Panik, ich habe mich jetzt nochmal im Internet erkundigt und irgendwie statt einem Mut zu machen, kriegt man richtig Panik vorgesetzt. Das Problem ist, ich wusste nicht, dass ich mehrere Gruppen ausrüsten muss. Jetzt habe ich in der zweiten Gruppe keine Heilung. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die jetzt auch nicht so gut ausgerüstet. Also auch Yuffie, wenn ich mir das so anschaue, die hat super wenig HP. Ich hoffe einfach mal, dass es irgendwie wird. Ich weiß nicht wie. Ich hoffe, es klappt irgendwie. Oh Gott, jetzt ist die auch noch. Das habe ich ja total vergessen. Okay, ich muss sogar drei Gruppen ausrüsten. Ganz klasse. Toll. Das machen wir mal im Schnelldurchgang. 87. Boah, das ist, glaube ich, noch mit am besten. Oh Mann, also das kann ein Kampf werden. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ach Gott. Es kann halt sein, dass ich neu laden muss. Ich hoffe einfach mal, dass es so wird. Und man hat halt echt schlimme Sachen gerade gehört, aber mal gucken, mal gucken. So, dann schauen wir mal, was der hier noch anlegen kann. Wahrscheinlich ist das mit, nee, obwohl, lieber das hier. Gut. Dann, ja, ich habe halt leider nicht mehr so viele Materien. Das ist ein bisschen problematisch. Ich kann dem jetzt echt nur noch Mist dranlegen. Also, was ich halt gerade da habe noch. Was habe ich denn hier? Das passt nicht so ganz, finde ich. Ich muss jetzt einfach mal rumtesten. Ja gut, ich mache das jetzt gerade noch. Ich wollte gerade sagen, ich lasse euch gerade nochmal raus, aber... Ah, wir machen nicht mehr so schnell. Okay. Ich glaube, die stärksten sind ganz oben. Ich werde dann, glaube ich, sicherheitshalber auch mal sowas noch anlegen. Schwert Hades. Phönix ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Dann werde ich mal noch... Oh, zweimal Objekt vielleicht anlegen. Eine Analyse ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Feintechnik habe ich halt so gut wie gar nichts mehr. Ich dachte irgendwie, ich könnte jetzt einfach mal den Kampf gerade eben zu Ende machen. Aber irgendwie könnte es problematisch werden. Gucken wir mal. So, Nebelung machen wir mal noch dran. Das bringt mir nichts mehr hier. Gift können wir ruhig noch dranlegen. Schutz legen wir noch dran. Und dann... Schild. Gucken wir mal. So, Kezit muss ich noch ausrüsten. Den habe ich aus Versehen übersprungen. Den legen wir das Megafon an. Ah, was ist denn dieses Mystil? Eigentlich gar nicht so verkehrt. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es noch was Besseres, aber nein, gibt es nicht. Und dann schauen wir mal, dass ich hier noch was anlege. Froschzwerg ist ganz gut. So, ja. Und jetzt kann er eigentlich nur noch wirklich den letzten Rest bekommen, den ich hier habe. Abgesehen von Fliehen. Das bringt ja mal gar nichts. Nebelung. Es sind halt Bosskämpfe, das wird nichts bringen. Aber bevor ich jetzt hier zu viel HP auch verliere, ist natürlich auch nicht gut, ne? Ja, ich hätte das anders aufteilen müssen, aber ich wusste nicht, dass es sowas wird. Auch stehlen. Zusatzwirkung, Nebenwirkung, HP-Absorption können wir auf jeden Fall mal machen. Die Feintechnik, die nichts hat, wird nichts bringen, wenn ich die jetzt anlege. Mimik könnte ich mal dranlegen. Befehlsmaterie, Todesstoß, okay. Raub wird nichts bringen. Fernangriff irgendwie auch nicht so wirklich. Legen wir mal noch ein Viech dran, Typhon und Hades. Gott, ich werde so am Arsch sein, ohne Scheiß. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Los, Leute. Oh, ich könnte das alles nochmal machen? Entschuldigt, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Nicht jeder hat jetzt Materien, aber auf jeden Fall hat jeder eine Menge Materie. So, ich werde jetzt erstmal gerade noch hier heilen. Und auch Äther dazugeben. So. Dann gehen wir jetzt mal in die nächste Gruppe. Das wird sein Cid auf jeden Fall. Dann wird es Kate Cid sein. Und
Sid und Kate Sid ist eigentlich ausreichend, würde ich schon fast sagen. Ich glaube, das lasse ich mal, die Gruppe. Okay, dann machen wir es andersrum. Machen wir die drei auf jeden Fall zusammen. So. Rüstung und so weiter haben sie schon. Ich habe auch schon die ganzen Materien angelegt. Und die letzten zwei sind dann die beiden. So. Okay, hoffen wir mal, dass es jetzt wird. Ich habe, wie gesagt, Ultra-Panik. Ich habe den Kampf noch nie gemacht. Im Internet klang er jetzt echt übel. Ich bin noch nicht wirklich trainiert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es irgendwie wird. Gucken wir mal. Wir werden nicht verlieren. Eris ist hier. Alle sind hier. Cloud ist hier mit uns. Wir haben noch viel zu tun. Ich gebe nicht auf. Vielleicht haben wir ein bisschen spät gemerkt, was für einen Ärger wir uns da aufgehalst haben. Aber wir haben immer noch Zeit. Wir sollten uns da immer noch rauswursteln können, selbst wenn nicht alles wieder beim Alten ist. Wir sollten zumindest das bewahren können, was am wichtigsten ist. Eris Erinnerung, unsere Erinnerung. Wir sind gekommen, um dir unsere Erinnerung zu schildern. Komm, Planet, gib uns eine Antwort. Und Sephiroth, wir haben noch eine Rechnung offen. Oh mein Gott, ich werde sterben. Also wenn das nichts wird, muss ich halt nochmal neu laden und dann mache ich das bis zu der Stelle dahin. Ich hoffe, dass es was wird. Und ja, gucken wir mal. Also wenn wir gut dran sind, dann könnte es was werden, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall durchgelesen. Zuerst sollte man die Flügelchen kaputt machen. Und zwar werde ich nämlich das hier mal probieren. Ich habe es noch nie gemacht. Ich hoffe, dass es funktioniert. So. Nochmal. Und sie wird dann... Moment. Zauber. Nee, Moment. Barrett. Ah nee, doch sie muss Zauber heilen machen. So, dann heilt sie auf jeden Fall erstmal Cloud. Ja, das Problem ist, dass wenn der Kern noch da ist, dass der Torso geheilt wird. So, das kann jetzt sehr lange dauern, besonders weil wir es doppelt machen. Und das ist Ritter der Runde, habe ich selbst noch nie benutzt. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr lange Aufrufsubstanz ist, wenn nicht sogar einer der längsten in dieser Spielreihe. Also nicht nur Final Fantasy VII, sondern in den ganzen anderen auch. Und meine Taktik ist, zweimal Substanz, dann die Mimik machen, damit sie dasselbe nochmal macht. Mal gucken, ob es funktioniert. Und ja, mal gucken, wie wir das weiter angehen. Ich hoffe, das wird irgendwie was. Gucken wir mal. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Aber mal schauen. Cloud hat ziemlich wenig HP, sehe ich gerade. Mal gucken. Wird schon irgendwie werden. So, ich glaube ja, der Torso kriegt keinen Schaden, solange der restliche Kram noch da ist, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht da Null die ganze Zeit. Ja, ja. Es sind, wie gesagt, Ritter der Runde. Ich glaube, Ritter der Runde waren 12 oder 13 Ritter. Jeder wird jetzt hier einen Angriff machen mit um die 9000 Schaden, wie man sehen kann. Dasselbe wird danach nochmal gemacht, weil ich ja zweimal Aufrufsubstanz habe. Das heißt, ich habe ja jetzt hier so gesehen schon gut 100.000, 130.000, was ich abziehe. Und ja, gucken wir mal. Jetzt ist es natürlich so, dass bis zum Ende dieser Substanz keine Teile sterben werden. Das heißt, dieses eine Torso-Stück wird die ganze Zeit bei null Damage bleiben. Ich hoffe aber mal, dass nach der ersten Aufrufsubstanz die ersten Teile kaputt gehen und dass dann die neue Substanz, also diese neue Aufruf, dann den restlichen Kram angreift. Aber ich habe keine Ahnung. Muss ich schauen. Wie gesagt, das ist mein erster Versuch hier. Ich war noch nie hier. Und ich hatte auch in meinem ganzen Spielverlauf noch nie Ritter der Runde. Ja, ja, ihr seht, das dauert ein bisschen. Schade, dass es null abzieht da unten.
So, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der letzte, oder? Oder kommt jetzt noch einer? Nee, einer kommt, glaube ich, noch. Das müsste der letzte sein. Ja, genau. Der ist total knuddelig. Sieht ein bisschen aus wie Odin, muss ich sagen. Na komm, mach ich hin. So. Was jetzt? Wir sind wieder in einem neuen Kampf. Was bedeutet das? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal. Wir sind wirklich in einem neuen Kampf. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Oder? Wie ist das jetzt? Also irgendwas Komisches passiert gerade. Und ich habe übrigens auch MP-Absorption mit Ritter der Runde gemacht, damit Ritter der Runde sehr viel MP kostet. Und somit ich meine MP wieder kriege. Also es hat immerhin geklappt. Ich bin ja immer so ein bisschen am Probieren. War es das jetzt? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe so schlimme Sachen und Geschichten im Internet gehört. Na, das war der bestimmt nicht. Da kommt bestimmt noch was. Bestimmt kommt jetzt so ein mega Monster, krasser Kampf oder so. Na komm. Mega großer Monsterkampf. Wo bist du? Irgendwas passiert gerade. Ja. Okay. Wird meine andere Aufrufsubstanz jetzt trotzdem nochmal gebracht? Oder muss ich das jetzt neu machen? Ich habe ein bisschen Angst. Irgendwie sieht das böse aus. Okay, das ist also Sephiroths nächste Form. Mit einem Flügel und komischen Beinchen. Oder? Nee, das sind auch Flügel wahrscheinlich, ne? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Wir machen dasselbe nochmal, würde ich sagen. Auch wenn es vielleicht für euch langweilig ist. Ich habe so Panik, entschuldigt. Ich muss irgendwas machen. So, Objekt. Wir werden auch direkt mal einen X-Trank auf Cloud hauen. Und dann warten wir. Wir warten wieder. Ich weiß, es ist total overpowered und ich bin jetzt hier am Cheaten oder keine Ahnung was, aber es ist mir scheißegal. Ich will den Kampf unbeschadet überstehen, mir ist egal wie. Und es ist ja eigentlich schon legitim, würde ich sagen. Ich habe mir die Aufrufsubstanz erarbeitet und gut ist. Na gut, gucken wir mal. So, das Ganze wird jetzt natürlich nochmal ein paar Minütchen dauern. Das Problem ist hier jetzt bei der Aufnahme. Ihr könnt ja dann die Musik genießen, die im Hintergrund kommt. Ich weiß ja, welche Musik kommt. Ich meine, das Lied kennt jeder. Ich nehme hier gerade so auf, dass ich, also ich weiß auch nicht, das ist nur bei Final Fantasy 7 so, dass ich über meine Kopfhörer nicht den Spielesound höre. Das heißt, der läuft über Fernseh und den muss ich aber auf Null machen, weil sonst mein Mikrofon den Sound vom Fernseh mit aufnimmt. Jetzt sitze ich hier im Stillen, Heimlichen und höre nichts. Ist ein bisschen schade, aber ja, ich meine, ihr genießt die Musik und vielleicht ist es auch ganz gut, weil sonst würde ich durchdrehen und Panik schieben ohne Ende, wenn ich die Musik noch dazu hätte. Ich kann es mir dann beim Rendern angucken und anhören, nochmal Panik kriegen. Ich meine, okay, Ritter der Runde ist echt overpowered, muss man ja mal sagen. Aber es ist kein Garant dafür zu gewinnen. Also das heißt nicht nur, weil ich jetzt hier den Kram benutze, ist es ein sicherer Sieg. Ich, wie gesagt, ich kenne den Kampf nicht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Wie viel noch kommt, ob ich ihn so überhaupt töten kann oder ob er eh eine finale Attacke macht, wo ich dann so und so viel HP oder so eine Def haben muss, damit ich das überlebe, weiß ich nicht. Deswegen, ich lasse mich gerade einfach überraschen und hoffe, dass das hier ausreicht. Mal gucken. Ja, und wenn dann das Spiel soweit vorbei ist, werde ich dann, also wenn ich Zeit habe, es ist halt echt immer nur nach der Arbeit möglich bei mir, bei an den Tagen, wo ich aufnehmen kann, die will ich aufnehmen und will nicht irgendwelche Sachen vorbereiten.
Da werde ich dann halt hier ein bisschen vorbereiten, dass wir die Welpen machen können. Ich meine, wir haben einen sehr großen Schritt ja schon gemacht, dadurch, dass wir Ritter der Runde haben. Dass wir die ganzen anderen Sachen haben. Das Morphen bin ich mir noch unsicher, ob ich es wirklich so übertreiben will, dass alle Statuswerte gemaxt sind. Ist für ein Let's Play jetzt nicht unbedingt notwendig. Ich meine, ich denke, ich könnte den Kampf auch so schaffen. Ansonsten, ja, wenn dann da die Sidequests fertig sind. Ich freue mich halt, wenn ich das Spiel wirklich mal im Gesamten abschließen kann, wo ich sagen kann, okay, ich kann es vom PC hauen, weil das Spiel, das ist echt schon Ewigkeiten drauf. Und ich kann das Ganze im Kopf abschließen und kann mich neuen Sachen widmen. Naja, mal gucken. Das hängt jetzt natürlich alles von diesem einen Kampf hier ab und was auch immer danach noch kommt. Irgendwie hatte ich auch in Erinnerung, dass Cloud alleine kämpft. Ich bin mir aber nicht sicher. Scheinbar haben wir ihn wieder besiegt. Das war's scheinbar schon wieder. Ich komme irgendwie gar nicht dazu, was anderes zu machen. Ich glaube, ich werde jetzt gleich erstmal eine Heilung schmeißen. Weil ich Sorge habe, dass... ja, keine Ahnung, dass ich sterben könnte. Ah, okay. Es kommt doch nochmal. Der ist noch nicht tot. Ah, das war... Ah, das ist von der Aufrufssubstanz selbst. Okay. Also dieses Scherbenkrams und so weiter. Kann Monster nicht mehr beschwören. Ah, schade. Ah, ich kann... Ja, weil er nicht so gelevelt ist, ne? So, gucken wir mal. Heilung hat sie ja schon gemacht. Also nee, das war Barrett. Feintechnik. Gucken wir mal, was hast du denn Schönes? Wir machen mal Matra-Zauber. Und, ah, das Blöde ist jetzt natürlich, jetzt kann ich keine Mimik benutzen, ne? So. Schatten. Was machst du? Schatten, ah, ich glaube, den Angriff hatten wir schon mal. Der war jetzt nicht so krass. Aber, ja, toll war nicht. Ich glaube, Ultima Weapon hatte den benutzt. Mist, das ist gut. So, Mimik. Hm, ich glaube, er macht dann einfach nur das Matra-Zauber nochmal. Beschwören, was kann er machen? Bahamut Zero. Na, wir machen mal Mimik. Wir gucken mal. Dann du kannst nochmal, obwohl wir probieren mal ein bisschen rum. Vielleicht machen wir mal noch Zauberatem. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das hat die jetzt, glaube ich, umgebracht, oder? Ja. Zweimal beschwören geht jetzt natürlich nicht mehr. Dann machen wir mal eine Phönix-Feder. Und er macht einen X-Trank auf sie. Was macht der? Hm. Ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache. Mal schauen. Habe ich nicht sowas wie Schutz oder so? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte vielleicht sowas gerade mal machen. Oh oh, das könnte jetzt auch zu spät gewesen sein. Weißes Pferd. Was macht das? Okay, ich meine, wenn ich jetzt hier sterben sollte, weiß ich wenigstens, was ich machen sollte. 1900 ist nicht schlimm. Mal sehen, Komplettheilung. Oh, mein Spiel hängt gerade. Jetzt. Supernova. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ein bisschen Angst. Ich mache, glaube ich, mal gleich Heilung 3 auf alle. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier überlebe. Ansonsten habe ich Leben. Ja, Leben habe ich auch. Ich weiß nicht, ob Yuffie das überlebt, deswegen. Sie hat jetzt gerade die wenigsten HP. Der Kampf macht mich irre. Ich habe Panik.
Was ist da? Das ist, ich verstehe es nicht ganz. AU ist ja eigentlich Gold, Aurum. Ist das jetzt die Formel, wie ich Gold herstellen kann? Sollte ich mir das merken? Das sieht nicht gut aus. Ich habe ein bisschen Angst. Bitte sterbt nicht. Ich habe schon Leben 2 bereit, aber bitte sterbt nicht alle. Und bitte überlebt das einfach. Ich weiß nicht, Leben 2, Heilung 3, ich weiß es nicht. Erst mal gucken, was das jetzt hier macht. Und? Wie geht's uns? Blutung? Ernsthaft? Sag mal, wie lange dauert das denn hier? Okay, er kracht durch den Blut durch. Das könnte ihn ein bisschen abgebremst haben. Vielleicht habe ich Glück. Er kracht auch durch den Saturn durch. Das könnte ein großes Glück für mich sein. Oder es soll einfach verdeutlichen, wie extremst kraftvoll das ist. Mal gucken. Lala. Hauptsache, die werden nicht pulverisiert. Oh, sie werden pulverisiert. Der Jupiter. Schön. Geht's direkt mal weiter. Bald kommt der Planet Erde. Beziehungsweise hier ist es ja, glaube ich, Gaia, oder? Ich habe keine Ahnung. Was? Wieso wird das hier so ein Löchlein durch Pluto durchgemacht? Wieso wird er nicht zerhauen? Oh, ich dachte schon. Boah, die Fliege nervt mich. Gut, der Kampf ist jetzt natürlich jetzt schon super lange. Also dieser Part meine ich, der wird jetzt halt ein bisschen länger dauern. Je nachdem, wenn ich sterbe, muss ich ja eh bis hierher wieder. Da ist es ja jetzt blöd, wenn ich jetzt cutten würde oder so. Was passiert? Oh, Leute. Was ist denn das für eine Attacke hier? Damit der Kampf ja schön langgezogen wird. Merkur. Kam nach dem Merkur nicht schon fast die Erde? Venus? Ich habe ganz nasse Finger. Ganz klasse. Wahrscheinlich andere an dieser Stelle würden sich denken, oh, ich kann eh schon mal ausschalten. Oder wie auch immer, das wird jetzt nicht... Oh Gott, scheiße, da ist die Erde. Okay, wir sind gleich dran. Ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit diese Attacke mein Leben beeinflussen wird hier in Final Fantasy VII. Und? Ich weiß nicht. Kann vielleicht am besten der Typ auch mit drauf gehen? Das wäre super toll. Ich habe das Gefühl, ich mache lieber erstmal Heilung 3. Mein Gott, mache hin. Hey, komm, Planeten wurden pulverisiert und wir bleiben jetzt gleich noch stehen, oder was? Ich wäre ja zur Seite getreten. Ich hätte versucht, das Ganze auszuweichen. Oh, ich weiß nicht. Was nun? Okay. Es sind noch nicht alle tot. Zum Glück. Ich kann auch noch keine Heilung machen. So, schnell. Oh, nicht doch. Oh, das ist so nervig, wenn ich aus Versehen Reihe mache. Zu weit weg? Was ist zu weit weg? Ich habe doch Heilung gemacht. Gut, wenigstens ist Yuffie schon mal gleich voll geheilt. Immerhin. Jetzt mit den anderen ist ein bisschen doof. Wieso hat das Heilung nicht gesessen? Ach nee, ah, das war der Konter. Ich kann nicht normal angreifen, verstehe. Der ist jetzt anscheinend, bräuchte ich jetzt Fernangriff. So, jetzt werde ich aber mit Cloud meine Limit gleich mal benutzen.
So, Limit, Schwertwirbel. Und so, sie kann noch mal Komplettheilung auf Cloud am besten machen. Und er macht Mimik. Herzloser Engel, was macht das denn? Ach du Scheiße. Bist du tot? Nee, eins. Oh mein Gott. Oh, was ist denn das für ein Kampf? Was zur Hölle? Ich kann ihn nicht mehr normal angreifen. Könnte ich jetzt nur noch mit Zaubern machen, oder was? Also wenn es so sein sollte, dass ich jetzt sterbe, werde ich, wenn, glaube ich, bis nach diesem herzlosen Engel machen. Es sieht mir so aus, als ob das feste Attacken sind. Limit. Das ist ein Fernkampf. Greift alle Gegner an. Ich kann es tatsächlich nur ausprobieren, wobei ich, glaube ich, lieber gerade mal versuche, stattdessen mal gerade alle zu heilen. Ach so, scheiße, das Meme ging natürlich jetzt auch auf ihn drauf. So, mach mal auf dich selbst und du machst Limit. Kugelhagel. Was passiert jetzt? Okay. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt hier alles gut geht noch. Oh, das ist immerhin schon mal ganz gut hier. Das greift relativ häufig an, wenn auch sehr schwach, muss ich sagen. Das dauert zu lang. Ist der jetzt tot? Ich weiß es noch nicht. Ich werde mal noch nichts sagen. Man kann es nicht wissen. Er sieht ein bisschen tot aus, muss ich sagen. Komm, bitte stirb. Du machst jetzt keine Super-Mega-Attacke. Nein, du explodierst von innen heraus, ja? Komm, du bist tot. Ja, du bist tot. Ich sag einfach, du bist tot. Lalalala. Oh, diese Spannung, die da immer aufgebaut wird. Furchtbar. Ich habe halt den Kampf noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie es auszusehen hat, wenn er jetzt stirbt oder so. Und ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht... Ich denke mir vielleicht, yeah, ich habe es geschafft. Und dann kommt irgendeine Mordsattacke oder so. Sahst du vorher auch schon so aus? Ja, ich denke schon, oder? Ah, guck mal, deine Flügel lösen sich auf. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das sollte ein gutes Zeichen sein. Hat mich jetzt gerade tatsächlich Barrett aus der Scheiße gerissen. Ich muss aber sagen, ohne Ritter der Runde wäre ich wahrscheinlich verloren gewesen. Ja, ich habe halt nicht gelevelt, ne? Ich weiß jetzt nicht mit... Gut, es gibt bestimmt Leute, die hier mit Level 40 reinrennen und den platt machen. Vielleicht ist es prozentual gesehen oder so. Aber ich bin tatsächlich jemand, der lieber auf Nummer sicher geht und dann nicht frustriert hier am Spiel hängt, sondern das schafft. Weil letztendlich geht es mir ja nicht darum, jemanden zu zeigen, wie gut und geil und was weiß ich alles bin. Weil ich auf Erschwernissen, keine Ahnung, diese Kämpfe hier bestreite. Sondern mir geht es echt nur darum, euch die Geschichte zu zeigen und um meine Nerven zu schonen natürlich. Aber ich glaube, der Kampf ist vorbei. Aber irgendwas kommt noch, das war doch bestimmt noch nicht alles, ne? Ich habe da so ein ganz schreckliches Gefühl. Ich bin gespannt, ich warte noch. Wir stehen hier und es wird heller. Habe ich jetzt tatsächlich die Kämpfe geschafft? Ich muss sagen, ich schwitze ein bisschen vor Panik. Dabei ist es hier echt angenehm drin. Ach, wie peinlich. Mehr konnten wir nicht tun. So, ich werde jetzt aber an dieser Stelle den Part beenden. Der ist nämlich super lang geworden. Ich werde den auch nicht teilen, der wird so bleiben.
Besonders, weil ich es ja eigentlich bevorzuge, Hallo und Tschüss und so zu sagen. Deswegen wird der Part jetzt auch bei fast 30 Minuten bleiben. Wir sehen uns dann jetzt trotzdem im nächsten Part wieder, im vielleicht sogar allerletzten Part. Mal schauen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht vorletzter Part. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.